Hey, vor ein paar Wochen habe ich ja dazu aufgerufen, dass ihr mir Videos mit euren persönlichen Weihnachtsgrüßen schickt, wo ihr erzählt, wer euer ganz persönlicher Held 2016 ist. Erstmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Einsendungen, für eure Videos. Und ich muss sagen, es war mir beim Schneiden des Videos, was ihr gleich sehen werdet, schon eine unglaubliche Freude, mir die ganzen Beiträge anzuschauen. Es steckt so viel Liebe in jedem einzelnen Video drin und ich denke, du wirst jetzt genauso viel Freude mit den Weihnachtsgrüßen haben, wie ich sie schon hatte. Lehn dich zurück, stell den bunten Teller in Reichweite, vielleicht auch ein paar Taschentücher, kann nicht schaden, und genieße die nächsten Minuten. Hier sind eure Helden 2016. Viel Spaß. Mein Held 2016 ist Dominik Porsche. Dominik ist 26, kam extra aus Regensburg nach Schweden zu mir, um das Projekt zu starten, Wir sind Podcast. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Danke dir, Dominik. Du bist mein Held 2016. Hallo, ich heiße Svetlana und mein Superheld 2016 war mein Neffe David, denn er hat super schnell Hilfe geholt, als meine kleine Tochter eine allergische Reaktion hatte auf einen Wespenstich. Danke, David. Hallo, ich bin es Sophia von Sophias Flüsterentspannung und ich möchte mich ganz doll bedanken bei meiner Familie, die meine verrückten Ideen zwar nicht immer gut heißt, aber mich bei allem unterstützt. Und wenn ich mir noch etwas wünschen darf, dann ist das ein gemeinsames Hörbuch mit dem Alan. Mein Held des Jahres, meine Schwester, ist zweimal Marathon gelaufen und jedes Mal unter 4 Stunden. Hallo, ich bin Elke Becker und mein persönlicher Held 2016 ist auf jeden Fall meine Tochter Jasmin. Die hat in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung geschafft zur Krankenschwester. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich, mein Schatz. Meiner Meinung nach hast du einen Oscar verdient. Meine Helden des Jahres sind meine Mutter und mein Vater. Mein Held des Jahres ist die Yogastunde. Wenn ich ins Yoga reingehe, bin ich meistens verspannt und unausgeglichen. Wenn ich aus dem Yoga rauskomme, geht es mir wunderbar. Ich fühle mich wie von einem Kurzurlaub zurück. Mein Lieblingsstudio ist das Seba Mukti Studio in München. Ich bin da total gerne und fühle mich wie zu Hause und werde das auch immer wieder tun. Danke, liebes Yoga-Studio. Hallo, liebes Ohrinsel-Team. Also mein Superheld 2016 ist ganz klar Alan Fields. Weil Alan Fields mich jeden Tag motiviert und dazu bewegt hat, was zu tun. Genau deshalb ist Alan Fields mein Superheld 2016. Hallo, hier ist der Frank aus Berlin und es gibt nur eine Heldin für mich dieses Jahr. Das ist meine Frau, Marina. Natürlich, die liebe ich über alles. Wir haben viel durchgemacht dieses Jahr und geht nicht anders. Sie muss es sein. Deswegen, Heldin 2016 für mich. Meine Frau Marina, alles Gute, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr an alle. Hallo ihr Lieben, mein Lieblingsmensch 2016 ist ganz klar meine Mama, weil sie ist einfach der beste Mensch für mich auf der ganzen Welt, den es gibt. Sie ist nicht nur eine Mama, sie ist auch eine wunderbare Freundin für mich, eine super Oma für meine Tochter und ich bin einfach unendlich stolz auf sie. Ich hab dich lieb, Mutti. Muah. Meine Superheldinnen 2016 sind die Mitpatientinnen aus der Chemoambulanz für Frauenheilkunde in der Essener Universitätsklinik. Sie haben mir so viel Mut zugesprochen und so viel Lebensfreude versprüht, trotz ihrer Krankheit, sodass ich auch meine Lebensfreude zurückgewonnen habe. Helden 2016, für mich ganz klar meine Freundin Mandy. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Liebe Eva, liebe Rosi, ich schicke euch heute einen ganz besonderen Weihnachtsgruß. Denn ihr seid für mich die Helden 2016. Ihr seid immer für alle da und euer eigenes Glück stellt ihr immer hinten an. Danke. Hallo, mein Name ist Diana vom Kanal Diana Diamanta
Und mein persönlicher Held für das Jahr 2016 ist mein 12-jähriger Sohn Patrick. Der hat nämlich dieses Jahr eine sehr schwere Zeit und eine Phase, besser gesagt, in der Schule gehabt. Aber er hat das wirklich sehr, sehr positiv umgewandelt und umgesetzt. Und er hat daraus für sich einfach seine persönlichen Vorteile rausgeholt und so viel dazugelernt. Und das macht mich so stolz auf ihn. Und er ist einfach mein Held für das Jahr 2016, weil auch viele Erwachsene sich, glaube ich, von seinem Verhalten einfach eine Scheibe abschneiden könnten. Die ganze Zeit habe ich überlegt, mache ich mit bei den Helden oder nicht? Ich denke, es gibt viele Helden irgendwie. Und jetzt komme ich gerade vom Friedhof. Und da habe ich gerade einen Mann getroffen, der mir erzählt, dass vor 4 Wochen seine Frau gestorben ist. Die ist einfach umgefallen. Und vor 10 Jahren seine Tochter, die ist nur 30 geworden. Der Mann kam mir sehr kraftvoll vor. Also ich bin ganz irgendwie auch sehr berührt gewesen, wie was für eine Kraft dieser Mann ausgestrahlt hat. Und das ist für mich gerade mein Held. Hallo, mein Held 2016 ist die Natur, in der ich sehr viel Zeit mit Training verbringe und ich immer wieder neue Kraft schöpfen kann. Hallo, ich bin die Sadia und meine Helden des Jahres 2016 sind meine 3 Kinder, der Marvin und die Larissa und der Milan und ich selbst. Und alles Liebe auch fürs nächste Jahr und für die Zukunft. Mein Held 2016 ist meine beste Freundin Julia, weil sie immer für mich da ist und meine beste Freundin aus Kindergarten ist. Und wir spielen immer ganz gerne zusammen, weil wir auch immer beste Freunde sind. Hallo, ich bin der Willi und meine Heldin dieses Jahr war meine Verlobte Suse. Diese zauberhafte Bärendame nämlich. Die schönste von allen Plüschis. Sie ist meine Heldin, weil wir uns leider dieses Jahr wieder nicht sehen konnten. Aber wir haben uns trotzdem ganz dolle lieb. Nächstes Jahr sehen wir uns, da bin ich überzeugt davon. Ja, und nun allen ein zauberhaftes 2017. Hallo Ellen, hallo Freunde. Viele Grüße vom Jakobsweg von Wachberg. Meine Helden 2016 sind Mara und Bella, meine beiden Besten, weil wir die geschützten Wege hier in Deutschland zusammenlaufen. Und ich wünsche euch schöne Weihnachten und ein erfolgreiches 2017. Tschüss! Hallo, ich bin Katharina und der liebe Ellen wollte wissen, wer mein persönlicher Superheld 2016 ist. Und ich muss sagen, ich bin es für mich. Ich bin mein Held, denn ich mache alles für mich. Und ihr solltet mehr über euch nachdenken, dass ihr selber alle persönliche Helden seid, als dem zu streben, der neben euch steht. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Mein persönlicher Held 2016 ist Gott. Ist das göttliche Bewusstsein in allen Menschen auf dieser Welt, das immer mehr erwacht. Und genau deswegen grüße ich jetzt von Herz zu Herz alle Götter und Göttinnen da draußen und ich freue mich auf ein genauso schönes oder noch schöneres 2017. Ciao. Hallo, mein Name ist René vom Kanal Ein Café mit René und meine persönlichen Helden 2016 sind meine Eltern, weil sie dieses Jahr den ersten Schritt zu ihrem Wunschgewicht gemacht haben, indem sie Kalorien tracken und außerdem unterstützen sie mich bei allem, was ich mache, obwohl sie gar nicht so genau wissen, was ich manchmal so eigentlich so alles treibe. Okay, bis dann, ciao. Meine Heldin ist in diesem Jahr meine Mama, weil sie mit viel Mut und Kraft ihre schwere Lebenssituation meistert und weil sie viele Male ihre Angst überwunden hat und stark durch dieses Jahr gegangen ist. Ich bin sehr stolz auf dich und hab dich lieb. Hallo, mein Held 2016 ist meine Freundin, die Tina Liebisch aus Bayreuth. Warum? Weil sie mir geholfen hat, ein ausgeglichenerer und anderer Mensch zu werden, der jetzt einfach Dinge tut, die er vorher nicht getan hat. Und von daher ist sie meine Heldin 2016. Hallo, also meine Helden 2016 sind der Uwe Bocher, der Walter Müller, der Marco Hennings und der Roland Rettke. Du hast mit ihren Videos auf YouTube mir einen neuen Weg getan haben und mir auch ganz viel geholfen haben. Dankeschön. Tschüss. Hallo, ich bin Steffi und meine Heldin 2016 ist meine Seelenschwester Steffi. Mit ihrer Engelsgeduld hat sie mich dieses Jahr auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und mir den richtigen Weg gezeigt. Ich liebe dich. Mein dritter Held dieses Jahr ist mein Mann.
der zwar im Glauben ist, dieses Jahr vielleicht ein Versager zu sein. Für mich ist er ein Held. Er zeigt mir trotz seiner depressiven, schweren Zeit immer noch, dass er mich liebt und kämpft ohne Medikamente sich Tag für Tag durch. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das bald auch überstanden haben. Hallo ihr Lieben, ich bin die Biene vom Kanal Bini Bini. Mein persönlicher Held 2016 ist mein Freund, da er mich immer unterstützt und immer für mich da ist. Und da ich wieder ins Ausland gegangen bin und er trotzdem immer versucht, mit mir meine Träume zu verwirklichen. Und da wollte ich dir jetzt mal danken. Danke, dass du für mich da bist. Danke, dass es dich gibt. Hi, ich bin der Simon. Mein Held 2016 ist meine Frau, Sabine, die nicht nur eine ganz, ganz tolle Ehefrau ist, sondern mir auch das wertvollste Geschenk der Welt gemacht hat, unsere zwei Kinder, Clemens und Henrietta. Danke für die 15 Jahre. Ich liebe dich. Ich bin Anja. Für mich sind alle chronisch kranken Schmerzpatienten Helden. Ganz speziell 2016. Danke. Tschüss, frohe Weihnachten. Ich bin Yasi und ich grüße meine zwei persönlichen Helden 2016. Das ist zum einen meine Mutter, die mir immer einen Platz in der ersten Reihe verschafft hat. Danke, Mama. Und zum anderen mein bester Freund Merlin, der einfach der Experte dafür ist, mein Leben kunterbunt zu machen. Ich danke euch von ganzem Herzen und wünsche euch frohe Weihnachten. Meine Helden 2016 sind meine beiden Töchter, Tassia und Melina. Danke, dass ihr mich noch zweimal in diesem Jahr zur glücklichen Oma gemacht habt und zwei super süßen Enkelchen. Und danke an Thomas Barnabas. Danke, Thomas, dass du immer für mich da bist und danke für alles, was du für mich getan hast. Ich liebe euch. Meine Heldin 2016 ist Martina Wallraten, weil sie mir durch eine ganz schwere Zeit geholfen hat. Hi, mein Name ist Max vom Kanal Max Green und mein Held des Jahres 2016 ist eindeutig meine Freundin, denn meine Freundin ist meine tägliche Inspiration, meine tägliche Motivation. Sie ist der Motor für alles, was ich tue und auch wenn sie eher auf YouTube bezogen aus dem Hintergrund agiert, ist sie für vieles verantwortlich, für viele Ideen, zu denen sie mich auch inspiriert und vor allem mich in dem bestärkt, was ich tue. Danke nochmal, Schatz, dass es dich gibt, denn ohne dich wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Allen anderen, die gerade zuschauen, Happy Christmas und habt eine gute Zeit im Kreise eurer Liebsten. Ja, hallo, Ellen, wundervolle Idee und meine Heldinnen 2016 sind Joya Luisa und Jotara und die fordern mich glänzend heraus, für meine Werte einzustehen und dafür mein größtes Dankeschön. Ich liebe euch zwei. Schön, dass ihr in meinem Leben seid. Frohe Weihnachten! Hallo, ich bin Chris. Und ich habe nicht nur einen Helden 2016, sondern ich habe gleich zwei davon, nämlich meine beiden Jungs, Bastian und David. Denn ihr beide zeigt mir immer wieder, wie schön das Leben sein kann. Ich liebe euch von ganzem Herzen, euer Papa. Helden 2016 ist meine Mama und mein Papa und meine Nele, weil sie immer zusammenhalten. Ich hab euch lieb. Tschüss! Hallo! Ich bin die Melly vom Kanal Beauty von Mama und mein persönlicher Held 2016 war auf jeden Fall mein Mann und ich denke, es wird er auch immer bleiben, weil er einfach die Person ist, die immer für mich da ist und der Mensch ist, der immer hinter mir steht, egal was ist, egal was ich mache, egal wie die Situation ist und deshalb ist ganz klar mein Mann mein Held 2016. Mein Held 2016 ist meine Schwester Sabine. Sie ist im April angefangen zu joggen, hat das Ding voll durchgezogen und läuft mittlerweile zweimal die Woche 10 Kilometer. Ich finde das so klasse. Bini, ich liebe dich. Du bist mein Held 2016. Hallo Lieben, hier ist der Sascha von takeitvegan.com. Mein persönlicher Held für das Jahr 2016 ist der Frank. Frank aus Berlin, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Er und seine Familie vegan wurde. Der Mann hat über 25 Kilo abgenommen und ist dieses Jahr mit mir zusammen in Berlin seinen ersten Marathon gelaufen. Ich wünsche euch alles Gute und fröhliche Weihnachten. Bis dann, tschüss! Hallo, ich bin die Claudia. Mein Held 2016 ist auf jeden Fall mein Papa. Er war das ganze Jahr hindurch für meine Mama, für meine Tochter und für mich da durch Krankheiten, durch schwere Zeiten. Und deswegen ist auf jeden Fall er mein ganz großer Held 2016. Ich wünsche euch ein schönes, gesundes und von der Sonne geküsstes Jahr 2017. Hallo, mein Name ist Roman Lasota und meine Helden 2016 sind die Standing Rock Sioux, welche die Pipeline verhindert haben, und die Veteranen unter Wes Clark, welche die Sioux und alle Indianer
um Verzeihung gebeten haben für alles, was ihnen angetan wurde. Bis bald, frohe Weihnacht, euer Roman. Hallo, hier ist Gertraud Ebner von Energie und Wohlbefinden und meine Helden 2016 sind all die Menschen, die voller Vertrauen ihren Herzensweg gegangen sind. Habt Mut und Vertrauen und alles ist gut. Dankeschön, ciao. Mein Held 2016 ist meine Freundin, die Christine, und zwar, weil sie einfach so eine liebevolle und wunderbare Frau ist. Ich dank ihr immer weitergekommen bin in meinem Leben, mich so toll weiterentwickeln konnte, immer mehr Ruhe habe und es mir einfach so gut geht. Ich danke dir für alles, du bist mein Held und ich wünsche euch allen wundervolle Weihnachten. Mein Name ist Beatrix, ich komme aus Neuwied. Mein Held 2016 ist meine Enkelin Marie. Sie ist jetzt ein Jahr alt geworden. Nach einem schweren Schicksalsschlag sind alle meine Emotionen eingefroren. Und sie bringt jeden Tag sehr viel Wärme und Liebe in mein Herz. Damit hat sich meine Lebensqualität sehr deutlich erhöht. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und Licht und Liebe in eure Herzen. Tschüss! Meine Helden 2016 sind meine Eltern, weil sie mich daheim aufgenommen haben, wieder um in Ruhe mein Buch zu schreiben. Und sie mir nicht auf den Sack gehen mit Fragen wie, was willst du machen, wenn das alles nicht funktioniert, sondern mich einfach machen lassen und mich unterstützen. Vielen Dank dafür, ich hab euch lieb. Mein Held 2016 ist mein Mann Frank Liebau. Der hat so viel für mich und meine Familie getan, für meine kleine Tochter und für meinen Sohn, der Große. Er war für mich da in Gesundheit und in Krankheit. Ich liebe dich, mein Held. Hallo mein Engel, du bist mein Held 2016. Warum? Weil ich dich liebe. Weil du der tollste, einfühlsamste, großartigste, witzigste, humorvollste, romantischste, großzügigste Mann auf der Welt bist, den ich überhaupt kenne. 10 Jahre lang sind wir jetzt schon glücklich. 10 ganze Jahre und es ist einfach wunderbar und ich möchte überhaupt nicht mehr, dass es aufhört. Wir haben uns und wir haben unsere Liebe und das ist ganz, ganz, ganz großartig. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Und du bist mein Held 2016. Hallo, hier spricht der Kevin und ich grüße als mein Helden des Jahres meine Mutter Simona, die, auch wenn ich jetzt nicht mehr zu Hause wohne, immer noch für mich da ist und mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn ich mal Hilfe brauche oder etwas nicht weiß, die sich immer sehr um mich sorgt und die ein sehr schwieriges Jahr hatte, aber das mit ganz viel Kraft und Energie ganz toll gelöst hat. Hallo zusammen, ich bin Sandra und meine Superhelden 2016 sind wir als Familie, weil das einfach immer perfekt zusammen ist und wir uns total wohl zusammen fühlen und alles perfekt ist und das gerne 2017 so weitergehen darf. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins Jahr 2017 und viel Gesundheit, Glück und Liebe für das nächste Jahr. Servus, ich bin die Sabine aus dem Kanal Kosmetikbiene und bei mir ist es mein Freund. Durch meine Schwangerschaft war ich dieses Jahr sehr zickig und anstrengend. Und er hat trotzdem immer zu mir gehalten und immer auf mich aufgepasst und geschaut, dass es mir gut geht und er in jeder Situation versucht zu helfen. Meine Heldin ist meine Mutter. Erkrankt an Alzheimer, Demenz und ich möchte gerne für den Rest ihres oder auch meines Lebens für sie da sein. Mein Held 2016 ist mein Nico, weil er mich immer so nimmt, wie ich bin und mir immer das Gefühl gibt, dass es weitergeht. Hallo, ich bin die Valentina Walle, eine YouTuberin aus Österreich und meine Helden 2016 sind meine Familie, mein Freund und meine Freunde, die mich bei allem, was ich machen möchte, tatkräftig unterstützen, die hinter mir stehen und mein Leben einfach lustiger und besser machen. Danke, ich liebe euch alle. Hi, ich bin Sandra. Mein persönlicher Held 2016 ist Nicole Anja Schmid. Sie ist Gesundheitstherapeutin und arbeitet mit Körper, Geist und Seele. Sie gibt all den Menschen, insbesondere den Kranken auf dieser Welt, Glaube und Hoffnung. Und es ist viel mehr wert als all dieses Geld der Welt. Ich danke dir von ganzem Herzen, wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten und mach weiter wie bisher. Hallo, ich bin die Lisa. Mein Superheld
Insel, weil er mir gezeigt hat, wie man leckere, vegane Pfannkuchen macht. Hallo, hier ist Stefanie von Berührende Beratung und mein persönlicher Held 2016 ist Thomas Wedemeyer aus Arnstadt. Er hat mir ganz spontan und uneigennützig aus einer sehr schwierigen Situation geholfen. Ich kannte ihn bis dato überhaupt nicht und bin einfach nur sehr, sehr beeindruckt von seiner Zivilcourage und seinem Mut und seiner Hilfsbereitschaft. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Thomas. Danke. Hallo Welt, für mich sind die Helden 2016 diejenigen, die sich um hilflose Tiere kümmern. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Hallo, ich habe zwei Helden 2016. Einmal dich, Sammy. Du bist mein Held, weil du deine Herausforderung geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Und Axel, dir danke ich dafür, dass du mich dieses Jahr wirklich inspiriert hast, neue Gedankengänge zuzulassen. Schön, dass es euch gibt. Hallo Ellen, mein persönlicher Held 2016 ist eine Heldin. Meine Tochter Isabella, weil sie von Anfang an für mich etwas ganz Besonderes war und immer noch ist. Und daher bin ich ihr allergrößter Fan. Hi mein Schnucko, du bist mein persönlicher Held 2016. Ich hab dich ganz, ganz doll lieb. Bussi. Mein Held 2016 sind meine Kinder. Denn die Zeit, die ich ihnen damals gegeben habe, wie sie klein waren, die geben sie mir heute zurück. Und dafür bin ich den beiden sehr dankbar. Danke. Hallo meine Lieben, ich bin die Tina von Unite Life und an diesem malerischen Ort hier werde ich euch jetzt sagen, wer mein Held 2016 ist. Das ist Child of John Richardson von den Novettes. Denn er hat mit mir zusammen eine CD produziert, das heißt, er hat mir seine Musik zur Verfügung gestellt für ein soziales Projekt, ganz selbstlos. Und er hat mir das Wichtigste geschenkt, was man jemandem schenken kann, und das ist Zeit gewesen. Deshalb ist er mein Held 2016. Macht's gut. Tschüss. Hallo, ich bin Silke und bin Gebärdensprachdolmetscherin. Für mich gibt es zwei Helden in diesem Jahr und ich hoffe, das ist okay. Die erste Heldin, die beste Mutter auf der ganzen Welt. Sie blickt trotz der Diagnose dieses Jahr weiterhin positiv voran. Der zweite Held ist mein Schatz, der nach langem Wunsch in mein Leben kam und von dem ich mehr Gelassenheit und weniger Grübeln lernen darf. Danke. Ich hoffe, dass dieses Glück lange Bestand hat. Möge das neue Jahr für alle voller Licht und Liebe. Tolle Videos, oder? Ja, nochmal vielen Dank an alle Einsendungen, an alle, die mir ihre Weihnachtsgrüße, ihre Botschaften hier zur Verfügung gestellt haben. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch erzählen, wer mein Held 2016 ist. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich mir die Freiheit herausnehme und drei Helden erwähne. Ich bin nämlich im Sternzeichen Fische und die können sich immer so schwer entscheiden. Also, meine ganz persönlichen Helden 2016 sind zum einen meine wundervolle Frau, ohne die das Unternehmen Ohrinsel nämlich gar nicht funktionieren würde, die mir auch so oft in allen möglichen Situationen den Rücken frei hält und vor allem hat sie nie schlechte Laune und dafür liebe ich sie. Auch ein wahrer Sonnenschein ist mein Sohn, der dieses Jahr nämlich eine sehr, sehr schwere Operation überstanden hat. Und egal, ob es nun bei diversen Vor- oder Nachuntersuchungen oder während der Zeit im Krankenhaus war, er war die ganze Zeit so tapfer und hat vor allem seine Ängste so super unter Kontrolle gehabt. Yannick, ich bin stolz auf dich. Ja, und zu guter Letzt sind ganz, ganz viele von euch meine Helden 2016. Die wenigsten kenne ich persönlich, aber wenn ich tagtäglich in den Kommentaren hier auf YouTube, in meinen E-Mails oder auch auf Facebook lese, dass ihr durch meine Videos, durch meine Inspiration es geschafft habt, wieder mehr sozusagen auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, dann berührt mich das ungemein. Vielen Dank. Und euch allen wünsche ich jetzt ein friedliches, entspanntes, buntes und vor allem von der Sonne geküsstes Weihnachtsfest.